Hey, Amy, komm! Was willst du? Gut, dass meine Blase leer ist. Ich bin Amy, 31. Ich wohne mit meiner Schwester Tammy, meinem Mann Michael und meinem Hund Little Bit zusammen. Ich heiße Tammy und bin 32. Wir leben in Dixon in Kentucky. Vor kurzem war Tammy wegen ihrer Gicht im Krankenhaus. Davor kam sie ohne Gehhilfe zurecht. Jetzt braucht sie Unterstützung. Deshalb haben Michael und ich entschieden, dass sie eine Zeit lang bei uns wohnen kann. Wir kochen Lasagne, Huhn und Klöße, Hamburger, Nudeln, Erdnussbutterpie, eine Torte aus Schokoriegeln und Apfelkuchen. Was noch? Wackel mal. Wackel du doch. Ich tanze nur mit meinem Dino. Leg los. Besser als er. Unser Talent, auf Befehl rülpsen. Zähl bis drei. Wir sind frisch verheiratet, aber schon seit 4 Jahren zusammen. Ich kann ihm alles sagen und er unterstützt mich. Auch jetzt, wo ich Tammy helfe. Was schmeckt wohl am besten? Das, was ich gekocht habe. Soll ich mir das antun? Immer wenn ich Tammy ansehe, denke ich mir, wenn ich nichts ändere, wiege ich bald so viel wie sie. Vielleicht schon in einem Jahr. Tammy und ich haben eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir denken schon länger darüber nach und haben jetzt beschlossen, dass wir eine Magen-Bypass-Operation durchführen lassen. Wenn ich abnehme, dann wird hoffentlich mein Traum wahr und ich kriege ein Baby. Zumindest eins. 181,5. Ich war immer die Schlankere. 181. Was ist da schiefgelaufen? Auf dem Schrottplatz waren es 274 Kilo. Ich glaube, die Waage stimmte nicht. Vermutlich stimmte die Waage und ich habe sogar noch zugenommen. Arbeiten Sie? Wir haben einen Videokanal. Sie machen also viel in den sozialen Medien? Ja. Kommen Sie oft raus? Nein. Mir fehlt Knorpel im Knie. Da reiben die Knochen aneinander. Sonstige Probleme? Ja, mit der Gallenblase, mit Bluthochdruck, der Schilddrüse und ich habe Gicht. Lange Liste. Und bei Ihnen? Ich habe Asthma, eine Schilddrüsendysfunktion, Diabetes. Ich wünsche mir ein Baby, aber mein Gewicht verhindert, dass ich schwanger werde. Das Baby motiviert Sie. Und ich will nicht krank sein wie Sie. Ja, ehrlich, ich werde dir doch nicht lügen. Was ist mit mir? Du bist fett. Sieh dich an. Sie haben beide einen langen Weg vor sich. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit Sie gesünder werden. Amy, Sie müssen 11 Kilo abnehmen, damit ich Sie operieren kann. Tammy, Sie wiegen über 275 Kilo. Ich will rund 250 sehen. Heute ist das Meet and Greet mit unseren Followern. Wir freuen uns so. Musst du mich gleich hauen? Ich hoffe, dass viele Leute zum Meet and Greet erscheinen. Wir brauchen sie, weil wir im echten Leben keine Freunde haben. Nur online. Ich habe Geschenke für euch. Für dich das Bild von einem Sockenaffen. Und das für dich und Michael gemeinsam. Ich bin so erleichtert, dass jemand aufgetaucht ist.
Wir folgen den Slayton Sisters seit 1,5 Jahren. Ein Traum ist wahr geworden. Ich mag ihren Witz, ihre Art von Humor. Wenn man einem Fan begegnet, ist das, als würde man einen Freund treffen, von dem man nichts gewusst hat. Eure Schminktipps sind toll. Ich kann das nicht so. Ich auch nicht. Für mein heutiges Make-up wurde ich von diesen Nägeln inspiriert. Echt seltsam, wenn du Leute triffst, die dich aus dem Netz kennen. Die wissen so viel über dich, aber du weißt nichts über sie. So sehr ich die Slayton Sisters mag, so sehr mache ich mir Sorgen um sie. Ich habe Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Hoffentlich kriegen sie ihr Gewicht unter Kontrolle. Essen ist wie ein Freund. Wenn man eine Diät macht, verliert man seinen besten Freund. Bin das nicht ich? Nicht mehr. Cupcakes sind süß. Ich hab's doch gesehen. Ich schreibe eine Einkaufsliste mit gesunden Lebensmitteln. Salat. Leichtes Ranch-Dressing, Putenburger. Ich befürchte, ich werde Hunger haben. Ich will dich nicht anlügen. Es wird sicher Tage geben, an denen du Hunger hast. Dein Körper ist daran gewöhnt, viel zu essen. Also wirst du Hunger haben. Versprich mir, dass du bei der Diät nicht schummelst. Und du bittest mich nicht die ganze verdammte Zeit um Süßes. Warum fluchst du? Ich schätze, dass wir gesunde Dinge im Haus haben werden. Aber Amy und Michael werden sich auch mal verdrücken. Und dann wird Amy Sachen essen, die sie nicht essen sollte. Ich aber bin hier festgebunden und kann sie nicht essen. Also das werfen wir weg. Ich heb mir einen Bruch. Nochmal, ich bin stark. Yes. Mein Herkules. Herkules. Im Internet zeigen wir Geschmackstest-Videos, meist von ungesundem Zeug. Das ist grüner Apfel-Einhornschleim. Lecker. Ich habe Putenbrust mit Käse und Schokolinsen. Oh mein Gott. Der Hammer. Wir versuchen, gesund zu essen. Heute testen wir Proteinshakes. So macht der gesunde Scheiß vielleicht mehr Spaß. Hallo, hier ist Amy. Wir probieren heute diese Proteindrinks. Der Arzt meinte, damit nimmt man schnell ab. Viel Protein. Und wenig Kohlenhydrate. Zuerst Pfirsich und Sahne. Wie Pisse. Wie vergammelter Pfirsich. Das ist Karamell. Schau nicht so armselig. Scheußlich. Wir machen ein Wetttrinken. Du trinkst den, ich meinen. Hoch die Tassen. Chaotin, du hast gefurzt. Als ich gespuckt habe, kam es aus allen Löchern. Ich wollte einen großen Schluck nehmen und sie brachte mich zum Lachen. Also hat sie verloren. Tammy, du bist disqualifiziert. Was soll's?
Als ich das letzte Mal auf dieser Waage stand, wog ich 181,5 Kilo. Ich sollte 11 Kilo abnehmen. Hoffentlich habe ich halb so viel erreicht. Es waren 177 Kilo. Ich habe in einem Monat 4,5 Kilo abgenommen. Gut. Sieht bisher ziemlich gut aus. Sie haben große Veränderungen vollzogen, treiben Sport und die Pfunde schmelzen. Aber die Waage sagt, dass Sie Ihr Ziel noch nicht einmal zur Hälfte erreicht haben. Ich will, dass Sie da hinkommen. Aber das Tempo reicht nicht. Wir müssen ein bisschen anziehen. Reden wir drüber. Ich habe nur 3,5 Kilo abgenommen. Schrecklich. Ist Ihre Schwester eine Stütze? Zum Teil. Was heißt das? Ich wünschte, sie wäre hilfsbereiter. Hilfsbereiter? Wie das? Sie geht einkaufen, kocht. Wie kann sie noch mehr helfen? Sie ist schnell genervt, wenn sie mir was holen soll. Ich sehe immer wieder, dass Leute mit ihrer Leibesfülle zunehmend auf ihre Umgebung vertrauen. Als nächstes werden sie dann bettlägerig und sind komplett abhängig von anderen Menschen. Ich möchte, dass Sie die Sachen selbst erledigen. Wenn Sie Durst haben, stehen Sie auf und holen sich was zu trinken. Auch wenn Sie Schmerzen haben und denken, dass sich die Mühe nicht lohnt. Ich versuch's ja, aber mit der Gehhilfe zu gehen und ein Getränk zu tragen, ist schwierig. Sie werden nicht mehr lange leben, wenn Sie nichts unternehmen. Ich bin sauer auf mich selbst. Verärgert. Ich will so gerne mehr tun, aber ich kann nicht. Ich hasse das. Wäre ich doch. Nie so dick geworden. Der große Tag. Ja, oder? Nervös? Yes. Ja. Der Hochzeitsmorgen begann sehr früh. Heute soll der schönste Tag meines Lebens sein, aber er hat mit einer Scheißnachricht begonnen. Ich bin traurig wegen Mom. Mom hat angerufen und gesagt, dass sie es nicht schafft. Sie fühlt sich nicht gut. Das verstehe ich ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie erfindet was und drückt sich. Bei ihren anderen Kindern war sie schon. Meine verpasst sie zum zweiten Mal. Es nervt, dass Mom nicht zur Hochzeit kommt. Sie erwarten, dass wir alles für sie tun, aber sie tun nichts für uns. Meine Familie unterstützt mich in nichts. Ich bin längst daran gewöhnt, dass sie nie für mich da sind. So ist es schon immer. Warum sollte es jetzt anders sein? Vergiss es, das ist dein Tag. Schöner Lidstrich. Lippenstift, das ist mein Favorit. Okay, guys. Ich hab das Zeug für die Haare. Das Brautkleid shoppen war irgendwie deprimierend, weil mir kein Kleid gepasst hat. Geht nicht. Das passt nicht. Vielleicht bleiben sie stecken. Schon passiert. Schließlich habe ich es online bestellt. Aber ich weiß nicht, ob es passt. Und wenn es passt, sieht es gut aus? Hi, ich bin froh, dass das Kleid passt. Toll. Ich bin nervös. Come on, little. Go ahead. You can't tell me what I feel. Come on.
Bei meiner Hochzeit sind nicht viele Leute, aber sie ist voller Liebe. Michaels Familie feiert mit uns, meine Tante, mein Cousin und seine Freundin. Wir sind also von Liebe umgeben, auch wenn meine Mom nicht auftaucht. Das Auto muss so parken, dass ich den Weg zum Altar schaffe. Weil es Amys großer Tag ist, werde ich die Schmerzen ertragen und bis zum Altar gehen. Als ich Michael sah, schlug mein Herz höher. Ich dachte, das ist mein Mann. Ich konnte es kaum erwarten, zum Altar zu kommen. Amy, willst du Michael zu deinem Ehemann nehmen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? Michael, willst du Amy zu deiner Ehefrau nehmen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? Die Ringe. Gehst du zu Tammy? Als Vertreter des Staates Kentucky erkläre ich sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Ich habe Reis im BH. Beide Seiten. Ich habe jemanden kennengelernt. Was, wenn das Bild gefaked ist? Gestern hat mir Dr. Proctor mitgeteilt, dass er mich nicht zur OP zulässt. Darauf habe ich mich abgekapselt. Aber ich brauche Unterstützung von einem Freund. Deshalb werde ich jetzt mit Jerry videochatten. Das Gute ist, Jerry mag dickere Frauen. Und ich tendiere zu schlankeren Männern. Ich sag dir mal, was bei dem Termin rauskam. Amy ist zugelassen. Dann läuft's ja. Aber ich nicht. Gib nicht auf. Tu ich nicht. Bin nur frustriert. Du wirst schon noch zugelassen. Tu, was die Ärzte sagen. Willst du, dass ich operiert werde? Da geht's doch um deine Gesundheit. Natürlich. Du magst mich doch dick. Schon, aber wenn die OP für deine Gesundheit nötig ist, musst du sie machen lassen. Es ist tröstlich, mit Jerry zu sprechen und zu wissen, dass er mich auf jeden Fall unterstützt. Vor 2 Monaten wurde Amy operiert und seither hat sich vieles geändert. Ich halte strikt Diät und bin die meiste Zeit ohne Gehhilfe unterwegs. Nachdem ich aktiver geworden bin, hatte ich den Mut, umzuziehen. Jetzt freue ich mich über mein eigenes Zuhause. Es ist das erste Mal seit 8 Jahren, dass ich alleine lebe. Die Wohnung ist hübsch eingerichtet, passt zu meiner Person und zu meinen Maßen. Tammy, brauchst du was? Nein, kommt nicht zu spät! Ich wohne nicht weit weg von Amy und Michael. Vielleicht 3 Meter. Es ist toll, nicht mehr das 5. Rad am Wagen zu sein. Ich habe mein eigenes Leben. Neulich bin ich zum ersten Mal seit 10 Jahren alleine einkaufen gegangen. Es ist ein Erfolg, wenn man für sich selbst sorgen kann und unabhängiger ist. Das war ein weiter Weg. 6 Jahre lang hatte ich Angst, das Haus zu verlassen. Bin nur vom Bett zum Wohnzimmer gegangen. Aber ich habe mir selbst bewiesen, dass ich es schaffen kann. Es ist eine großartige Leistung. Als dieses Projekt begann, habe ich 275 Kilo gewogen. Jetzt bin ich runter auf 256. Es ist herrlich, wenn man seinem Ziel so nahe ist. Ich brauche nur noch 6 Kilo und dann werde ich operiert. You're welcome.
You have a good day. Hurry back. I still do. Bei manchen Dingen bin ich immer noch auf Amy angewiesen, aber das meiste erledige ich selbst. Ich räume meine Einkäufe auf, putze das Haus und wasche mich selbst. Mir geht's großartig. I feel great.